teman-teman, jumpa lagi dengan Mami Sulis Channel. Sekarang aku ada di mall di Jerman, Forettel Center namanya. Kita mau lihat harga-harga yang ada di Jerman ya. Bisa jadi ya lebih mahal dari di Asia. Kita lihat ya. See you. Hey guys, welcome to a new video from us. In this video, we see German prices and Asia prices. Then we buy this and we look the price, who is more and who is not more. Halo teman-teman, di video ini kita lihat harganya dari Asia makan atau Asia dari Asia terus dari Jerman makan atau dari Jerman. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von uns. In diesem Video werden wir die deutschen Preise und die asiatischen Preise von Produkten und sowas vergleichen, welche teurer sind, welche billiger sind. Und ja, ich bin echt ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und ich würde sagen, wir reden nicht mehr so lange. Wir starten jetzt gleich. The price in German from Mango is 179. Buy one. Buy. Harganya dari Mango di Jerman ist 179 Euro. Der Preis in Deutschland von Mango ist 1,79. Haben wir schon eine mitgenommen, also ja. Dann haben wir hier Bananen. Der Preis von den Bananen ist 1,79 auch, oder? The same price with the mango. Also the same price wie Mango. Harganya sama Mango sama. Derselbe Preis. Und wir nehmen jetzt mal die hier. Hey Mama, wir kaufen doch die Sachen, oder? Gibt's das? In German is watermelon 49 Cent. Die Indonesia die Indonesia Semangka ini saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi harganya dari ini semangka 49 sen. Also hier in Deutschland kosten die Wassermelonen 49 Cent. Aber das ist gerade reduziert, also ini diskon. Here we have pineapple. This in German is 1 pound and 99 pence. Ini kita ada ananas di sini. Di Jerman 1,99 sen, also 1,99 euro. Yang manis. Hier haben wir Ananas. In Deutschland kosten sie 1,99. Mal gucken, wie viel sie in Indonesien kosten. Okay, guys. Here we have avocado. In German is very, very big price. In German is 1 pound and 79 pence.
is very, very teuer. And di ini di Jerman Alpuka. Ini di Jerman Alpuka. Harganya banyak. Di Jerman 1 euro dan 79 sen. Di Jerman kostet viel. Also Leute, in Deutschland kostet eine Avocado 1,79. Also in Deutschland ist sie sehr teuer. Und hier gibt es sogar Bio-Avocado, aber die ist noch mehr. Das interessiert uns jetzt nicht. Also weiter geht's. So guys, we have here Limette and Zitrone, also Lemons. And this is 49 pence. And this is 79 pence. So Leute, jetzt haben wir hier eine Limette und eine Zitrone in Deutschland. Also in Germany. In Germany kostet es 79 Cent und das 49 Cent. Okay, teman-teman. Kita ada yang dua ini. Di Jerman ini harganya 49 Cent. Und ini 79 Cent. In di Jerman. Okay, teman-teman. Di sini kita ada singkong. Di Jerman 100 gram harganya 49 Cent. So guys, we have here maniok. 100 gram and in Germany is 49 pence. Okay Leute, ich bin so schlecht in Englisch und Indonesisch, aber das ist ja egal, das interessiert ja keinen. Also wir haben hier Maniok. 100 Gramm von diesem Maniok kostet 49 Cent. Also es ist gar nicht so teuer, aber das ist ja auch nicht ganz viel, 100 Gramm eigentlich. Okay, teman-teman. Di sini di Jerman jahe harganya 69 Cent. 100 pro 100 Gramm. Okay, Leute, hier in Deutschland kostet Ingwer, das mag ich überhaupt nicht, Ingwer, kostet 69 Cent. So, guys, here in Germany, Ginger, and the price of this Ginger pro 100 Gramm is 69 pence. So guys, we have here a lot of drinks. For example, apple ginger, raspberry, and I don't know in English. Okay, teman-teman, ini kita ada apel jahe. Terus raspberry, yang gak tahu di Indonesia. Terus ada yang ini juga, ada banyak. Terus di, also Leute, wir haben hier ganz viele Säfte. Himbeere, Granatapfel und Apfel-Ingwer. Hier zum Beispiel, das Apfel-Ingwer kostet in Deutschland 1,69. Das kostet auch so und das kostet auch so. Teman-teman, di Jerman, ini semua, dari sini ke sini ada banyak sekali. 1 euro dan 69 sen. 1 euro dan 69 sen. So guys, we have here a lot of drinks and the drinks are in German. 1 pound and 69 pence.